Melancholie des Studenten Anselms. Der Smaragdenspiegel. Wie der Archivarius Lindhorst als Stoßgeier davonflog und der Student Anselmus niemandem begegnete. Hattest du, werter Zuschauer, liebe Zuschauerin, jemals in deinem Leben Stunden, ja, vielleicht sogar Tage oder Wochen, in denen dir dein gewöhnliches Treiben ein rechtes Missbehagen erregte? Und in denen dir alles, was dir sonst recht wichtig und wert in Sinn und Gedanken zu tragen vorkam, auf einmal läppisch und nichtswürdig erschien? Du wüsstest gar nicht, was du tun oder wohin du dich wenden solltest. Ein dunkles Gefühl, es müsse irgendwo, zu irgendeiner Zeit, den Kreis allen irdischen Genüsses in überschreitender Wunsch erfüllt werden, erhob deine Brust. Du schlichst umher mit trübem Blick, wie ein hoffnungslos Liebender, und alles erregte dir keinen Schmerz und keine Freude, ganz so, als gehörtest du nicht mehr dieser Welt an. Werdest du Zuschauerin? Liebster Zuschauer, falls du dich jemals in deinem Leben so gefühlt hast, dann kennst du aus eigener Erfahrung den Zustand, in dem sich der Student Anselmus befand. Nur noch einmal schlingelt und schwängelt und windet euch, ihr Wolf und den Schlänglein, dass ich euch schauen mag in den zweiten. Ja! Nur noch einmal blickt mich an, ihr holdseligen Augen. Was ist denn etwas anderes, als dass ich euch so ganz mit voller Seele bis zum Tode liebe? Ja, dass ich ohne euch vergehen muss in hoffnungsloser Not. Aber ich weiß es, ihr werdet meinen und dann alles, was höhere Träume aus einer anderen, fernen Welt mir verheißen, erfüllt sein. Oh! Hey, hey! Oh! Was klappt und winselt denn da? Halt, halt! Das ist ja der Herr Anselmus, der meine Manuskripte kopieren will. Nun, was ist Ihnen, Herr Anselmus? Was wollen Sie von dem Holunderbusch? Und warum sind Sie nicht zu mir gekommen, um Ihre Arbeit anzufangen? Werter Herr Archivarius, Sie mögen mich nun für wahnsinnig halten, oder nicht? Das gilt mir ganz gleich. Aber hier, unter diesem Holunderbaume, erblickte ich zum allerersten Mal die grüne Schlange. Ach, die ewig Geliebte meiner Seele. Und sie sprach zu mir in herrlichen Kristalltönen. Aber Sie, werter Herr Archivarius, schrien und riefen so schrecklich übers Wasser her. Wie das, mein Gutster? Aber ich habe die Schlangen doch wirklich gesehen. Auch wenn Sie wahrscheinlich nur für ein Erzeugnis meiner Einbildung halten. Mitnichten! Die goldenen Schlangen, die Sie, lieber Herr Anselmus, unter dem Holunderbaum gesehen, waren nun eben meine drei Töchter. Und dass sie sich in die blauen Augen der Jüngsten, Serpentina genannt, gar sehr verliebt, das ist ja wohl nun klar. Aber ich wusste das schon am Himmelfahrtstage. Schauen Sie, werter Herr Anselmus, was Sie jetzt gleich erblicken können, kann Ihnen eine Freude bereiten. Serpentina! Still! Genug für heute! Aber wenn Sie sich entschließen wollen, bei mir zu arbeiten, dann können Sie ja meine Töchter oft genug sehen. Oder viel mehr. Ich will Ihnen das wahrhaftige Vergnügen verschaffen, wenn Sie sich recht brav bei der Arbeit halten. Das heißt, mit der größten Genauigkeit und Reinheit jedes Zeichen kopieren.
Aber Sie kommen ja gar nicht zu mir. Ich habe mehrere Tage vergebens auf Sie gewartet. Um ehrlich zu sein, werter Herr Archivarius, es ist wegen Ihres Türklopfers, dem bronzierten Äpfelwein. Äpfelwein! Lieber Herr Anselmus, ich kenne wohl das Äpfelweib. Es ist eine fatale Kreatur, die mir allerlei Possen treibt und dass sie sich hat bronzieren lassen, um als Türklopfer die mir angenehmen Besuche zu verscheuchen. Das ist in der Tat sehr arg und nicht zu leiden. Wollten Sie doch, werter Herr Anselmus, wenn Sie morgen um 12 Uhr zu mir kommen, und wieder etwas von diesem Anschnarren und Angrinsen vermerken, ihr gefälligst ein weniges von diesem Likör über die Nase tröpfeln. Dann wird sich alles gleich geben. Und nun adieu, lieber Herr Anselmus. Ich gehe etwas rasch, deswegen kann ich Ihnen nicht zumuten, mit mir nach der Stadt zurückzukehren. Adieu. Auf Wiedersehen. Morgen um 12 Uhr. Als der Student nun so in die Dämmerung hineinschaute, war er höchstens mit krächzendem Geschrei. Ein grauer Geier hoch in die Lüfte. Und Anselmus merkte wohl, dass das Geflatter, was er eben noch für den davonschreitenden Archivarius gehalten hat, schon eben jener Geier gewesen sein müsste. Aber wo ist denn bloß der Archivarius und einmal hingeschwunden? Es kann aber auch sein, dass der Archivarius selbst in Person davongeflogen ist. Wenn ich sehe und fühle nun wohl, dass all die tollen Phantasmata, die ich sonst nur in ganz wundersamen Träumen schaute, jetzt in mein waches, reges Leben getreten. Dem sei aber wie ihm wolle. Du glühst und lebst in meiner holden Brust, Serpentina. Ach, wann werde ich in dein holdseliges Auge schauen? Liebe, liebe Serpentina! Rief der Student ganz laut. Das ist ein unchristlicher, schnöder Name! Sorgte eine Stimme, die einem heimkehrenden Spaziergänger gehörte. Und der Student, zur rechten Zeit der Inner vorbar, sammelte seine 7 Sachen zusammen, eilte von dann und sagte bei sich: Will es denn nicht ein rechtes Unglück, wenn mir jetzt der Herr Registrator Herbrand oder der Korrektor Paulmann begegnen würde? Aber er begegnete keinem von beiden. Dann meine ich einen geheimen Sekretär oder vielleicht sogar
sein Hofrat. Hofrat. Ja, still, still. Ich weiß, was ich weiß. Schon seit 2 Tagen sitzt er beim Archivarius Lincolns und probiert. Sie haben mir einen wackeren Mann empfohlen, sagte der Archivarius gestern im Kaffeehause zu mir. Und nun, wo denken Sie, das Archivari Konnexionen? Konnexionen. Ach, still, still. Sprechen wir uns übers Jahr. Mademoiselle.